Japan and Racing Association Derby Trial Europa Gruppe 3, sportliches Highlight, Boxenturnau an der 2000 Meter Marke. Columbus nicht sonderlich gut auf die Beine gekommen, genauso wie Kölle, die finden sich am Ende des Feldes wieder. Das angeführt wird von Geminiano, vor innen Tuppes in zweiter Position, dahinter ist Augustus, drittes Pferd von New Emerald, begleitet von Wilco, die beiden gemeinten Pferde laut Wettmarkt im Mittelfeld vor Columbus. Dann sehen wir Narokan und am Ende des Feldes, da ist zunächst einmal Köller auszumachen. Die Gegenseite geht es hinunter, das ist ein ordentlicher Test, das ist gutes Tempo, das vorgelegt wird von Bayer Seikan, Enki Ganbat im Sattel von Geminiano. Zwei Längen vor Tuppes, eine Länge vor Augustus, dann die Lücke groß von 3-4 Längen bis zu New Emerald, vor Wilco an der Außenseite Columbus, begleitet von Narokan und Kölle strikt auf Warten geritten von Miki Kadedu. Am Ende des Feldes. Ausgangs der Gegenseite in diesem richtig gut gelaufenen Derby-Test hat Geminiano zwei Längen Vorteil vor Tuppes. Eine Länge bleibt es bis zu Augustus. 4-5 Längen bis zu New Emerald. Außen davon Wilco, dann Columbus vor Narokan und Kölle. Aktuell noch am Ende des Feldes, das meilenweit auseinandergezogen ist. Aus dem Bogen hinaus Geminiano drei Längen mittlerweile voraus. Vor Tuppes in zweiter Position. Augustus, Wilco macht sich auf die Verfolgung, genauso wie New Emerald. Kölle so ein bisschen an die Außenrails beordert von Narokan und Columbus am Ende des Feldes. In Richtung der Zielgeraden geht es. Geminiano vier Längen, fünf Längen voraus. Tuppes in größten Nöten. Augustus macht sich auf die Verfolgung. Wilco an der Außenseite. Leon Wolf musste noch nicht den kleinsten Finger krumm machen mit dem Favoriten. Und er schneidet jetzt innen quasi heran, weil er sieht, dass Geminiano keine Reserven mehr hat. Wilco im Handgalopp geht er nach vorne vor. Außen dann Geminiano, Augustus an der Innenseite, New Emerald packt auch nochmal an, Wilco außen, Wilco ist vorne, vor innen Augustus, dahinter New Emerald, Kölle kommt auch noch besser in die Partie, außen Wilco, vor innen Augustus, dann New Emerald, Wilco ist vorne, vor Augustus, der kommt, Wilco außen, innen Augustus, Augustus an der Innenseite, außen Wilco, Augustus gewinnt gegen Wilco, dann New Emerald vor Kölle, vor Geminiano, vor Narokan, vor Columbus und vor Tuppes.